Zeuge Bruno Streckenbach, Deutschland, kaufmännischer Angestellter, 63 Jahre, 145. Verhandlungstag, 25.03.1965. Auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Herr Zeuge, wie ist das? Stimmt das, dass Sie dort bei dem Personalchef des Amtes 1 im Reichssicherheitshauptamt waren? Ich war selbst Personalchef. Sie waren Personalchef dort. Was für einen Rang hatten Sie? SS-Brigadeführer, später SS-Gruppenführer. Ja. Und zwar in welcher Zeit waren Sie dort Personalchef? Vom Frühsommer 1940 bis Ende 1942. Ja. Wer war Ihr Vorgänger? Dr. Best. Nun, Herr Zeuge, wie ist das gewesen? Haben Sie Kenntnis bekommen von Versetzungsgesuchen irgendwelcher SS-Führer oder SS-Männer an die Front zum Beispiel, weil sie nicht in der Lage waren oder es nicht für richtig gehalten haben, die Aufgaben, die man ihnen in den Konzentrationslagern zugewiesen hatte, zu erfüllen? Dazu darf ich zunächst einmal sagen, dass das Personal der Konzentrationslager nicht zum Amtsbereich des Reichssicherheitshauptamtes gehörte. Also Personal von Konzentrationslägern haben wir nicht gehabt. Die waren dem Verwaltungswirtschaft. Nur die Beamten der Sicherheitspolizei, also der Staatspolizei, der Kriminalpolizei und des SD. Ja, die waren Ihnen unterstellt. Ja. Und haben Sie von Ihren unterstellten Formationen Versetzungsgesuche an die Front bekommen zum Beispiel? Ja, das war ja schon bei Kriegsbeginn. Er waren ziemlich viele Gesuche um Aufhebung der UK-Stellung. Es wurde dann aber grundsätzlich verboten durch einen Befehl, sich um die Aufhebung der UK-Stellung zu bemühen. Ja. Nun, wenn nun Leute nicht UK gestellt waren und ich nehme an, eine Tätigkeit in einem Konzentrationslager war ja keine UK-Stellung. Wenn solche Leute, die nicht UK gestellt waren, an die Front wollten, konnten sie solche Gesuche vorlegen? Das kann ich nicht sagen, denn das Personal der Sicherheitspolizei war insgesamt UK gestellt. Angehörigen der Sicherheitspolizei, also der Staatspolizei, der Kriminalpolizei und des SD, die waren alle UK gestellt. Die, die nicht für eine UK-Stellung in Frage kamen, das waren jüngere Jahrgänge und Leute mit gewissen militärischen Spezialausbildung, also Marine zählte dazu, Pioniere und so weiter, oder fliegerisches Personal. Die waren bei Kriegsausbruch bereits an die Wehrmacht, entsprechenden Wehrmachtsteile abgegeben. Insgesamt etwa 4.000 Mann und dazu etwa 1.000 Mann an das Heer für die Geheimbefehlspolizei. Alles übrige Personal der Sicherheitspolizei war UK gestellt. Und alle personellen Verfügungen in Bezug auf Versetzung oder Kommandierung galten als Kriegsbeorderung. Die Bemühungen galten als Kriegsbeorderung. Kriegsbeorderung, ja. Irgendwelche Bemühungen um Aufhebung der UK-Stellung auf offiziellen Wege und wie es zu Beginn des Krieges teilweise geschehen ist, dass Angehörige der Sicherheitspolizei ohne Einverständnis ihrer Vorgesetzten einfach zu den Wehrersatzämtern gegangen sind und dort ihre UK-Stellung haben aufheben lassen wollen, wurden durch einen besonderen Befehl streng verboten und ich glaube sogar mit einer Strafandrohung. Das kann ich aber nicht genau sagen. Haben Sie einmal erlebt, dass Leute aus irgendwelchen Gewissensgründen die Ihnen zugeteilte Aufgabe nicht erfüllen wollten und deshalb um ihre Versetzung an die Front gebeten haben? Nicht mit dieser Begründung. Ich habe erlebt, dass also Leute um ihre Ablösung gebeten haben bei mir als Personalchef, auch unter Hinweis darauf, dass sie sich nicht in der Lage sehen, die ihnen zugemutete Tätigkeit, es drehte sich um die Tätigkeit bei den Einsatzkommandos in Russland, aufzuüben. Aber ein offizieller Antrag mit dieser Begründung ist von diesen Leuten nicht gestellt worden. Ja. Das haben sie auch wohl von vornherein nicht getan, weil ihnen klar war, dass Heydrich, der ja diese Dinge entscheiden musste, das niemals genehmigt hätte. Ja,
Und die Leute, die nun an Sie inoffiziell herangetreten sind, mit derartigen Anliegen, was geschah mit den Leuten? Ja, Leute, die also mit einer anderen, mit einer vorgeschobenen Begründung ihre Versetzung oder Rückkommandierung oder anderweitige Verwendung angestrebt haben, die waren natürlich schwer zu erfassen. Nicht? Die mussten ja auch nicht unbedingt zu mir kommen. Es hätte ja auch sein können, dass sie beispielsweise eher bei einem Referenten oder bei einem Amtsgruppenleiter erschienen, denn die Organisation war ja zu groß, dass ich das hätte alles alleine machen können. Ja, und was geschah nun mit solchen Leuten, die solche Wünsche vorgetragen hatten? Ja, also offiziell wurden sie ja eben nicht vorgetragen. Nicht? Und wenn sie also um den Versuch handelte dabei, unter Angabe anderer nicht zutreffender Gründe abgelöst zu werden, dann war es ja immer eine Frage, ob nun diese Motivierung erkannt wurde als solche. Ja. Denn es gab ja immer Versetzungen. Haben Sie auch einmal erlebt, dass Befehlsverweigerungen vorgekommen sind? Nein. Nein. Haben Sie einmal erlebt, dass zum Beispiel bei diesen Einsatzgruppen, die Ihnen ja offensichtlich unterstanden haben, Leute sich geweigert haben, diese Erschießungen durchzuführen? Nein. Nein. Haben Sie einmal gehört, dass solche Leute zwar nicht sich geweigert haben, aber trotzdem den Wunsch vorgetragen haben, derartige Dinge nicht mehr machen zu müssen? Ja. Und was geschah mit ihnen? Mehrfach. Ja, wenn man den Leuten helfen konnte, dann wurde das in Einzelfällen unter der Hand getan. Offiziell konnte man das ja nicht zur Kenntnis nehmen und auch nicht zur Meldung bringen. Also ich erinnere zum Beispiel an den Fall eines Kriminalsekretärs, der sich von seinem Einsatzkommando entfernt hatte und unerlaubterweise nach Berlin gefahren war und um seine Ablösung bat. Aber das war ein ganz klarer Fall. Der Mann kam also schon in einem Zustand völliger Nervenzerrüttung an. Und eine ärztliche Untersuchung ergab auch, dass er also krank war. Und er wurde also infolgedessen in ein Erholungsheim eingewiesen. Sonst waren solche Versuche ja nur möglich aufgrund ganz besonderer persönlicher Beziehungen. Ne? Nun, ich darf dazu noch eins sagen. Es ist auch nicht so, dass das Personalamt oder ich als Personalchef ohne weiteres nun hätte irgendwelche Versetzungen oder Kommandierungen verfügen können. Das Personalamt war in der Beziehung mehr ausführendes Organ und ich konnte keine Versetzung, Kommandierung vornehmen. Es hing vom Dienstgrad ab, wie weit ich das selbst konnte, wie weit sich Heidrich das vorbehalten hatte. Oder Vorschläge bei Heidrich machen, ohne die Zustimmung des zuständigen Amtschefs. Nein, des Amtschefs. Also sagen wir mal, ein Staatspolizeibeamter konnte nicht von mir versetzt oder kommandiert werden, ohne die Gegenzeichnung des Chefs des Amtes 4. Oder ein Kriminalbeamter nicht ohne die Gegenzeichnung des Chefs des Amtes 5. Ja. Haben Sie Befehlsverweigerungen überhaupt kennengelernt in Ihrer Tätigkeit? Nein, keine offenen Befehlsverweigerungen. Es wird behauptet, Sie könnten uns etwas sagen, dass Befehlsverweigerungen lebensgefährlich gewesen seien. Ja, das lässt sich nur hypothetisch sagen aus der Kenntnis der damaligen Situation und der Mentalität Himmlers und Heidrichs. Ja, nun also es ist wohl ganz klar, wenn ein Soldat im Krieg den Befehl verweigert hätte, dass ihm da ein Verfahren angehängt worden wäre. Das ist ja wohl ganz selbstverständlich. Ja. Es kommt also eben darauf an, warum der Befehl verweigert und welcher Befehl verweigert worden ist. Ob es sich um einen Befehl vor dem Feind handelte oder ob es sich eben um einen solchen Befehl handelte, der mit Einsatzkommandos zu tun hat. Herr Vorsitzender, ich glaube nicht, dass jemand, der einen Befehl offen verweigert hätte, unbedingt mit einem regulären Verfahren hätte rechnen müssen. Das war bei der Mentalität Himmlers und auch Heidrichs nicht anzunehmen.
in einem offiziellen Verfahren, wie es sagen wir mal bei einem Soldaten in der Wehrmacht geschehen wäre, hätte ja er ein solcher Mann die Möglichkeit gehabt, sich auf den berühmten Paragraph 47 zu beziehen. Aber weil er dem bedingungslosen Gehorsam er den Himmler von seinen Leuten forderte, zu dem er sie ja auch erzogen hat, glaube ich nicht, dass im Falle einer offenen Befehlsverweigerung er ein reguläres Verfahren vor dem SS-Polizeigericht zugelassen hätte, sondern er hätte das sicherlich einfach durch einen Befehl reguliert. Wie nun dieser Befehl gelautet hätte, ob er mit einer Einweisung in ein Konzentrationslager, einer Zuweisung zu einer der Bewährungseinheiten oder gar mit einer Erschießung geändert hätte, das kann ich natürlich heute nicht sagen. Das wäre ja nur eine hypothetische Überlegung. Erlebt haben Sie es jedenfalls nicht. Nein, erlebt habe ich es nicht. Noch eine Frage von Seiten des Gerichts. Von Seiten. Ja, bitteschön. Herr Zeuge, Sie waren also als Nachfolger von Best Amtschef 1 geworden, ja, und ja, sagten uns, das KZ-Personal hätte Ihnen überhaupt nicht unterstanden. Nein. Wollen Sie damit sagen, dass in den KZs überhaupt kein Personal des Reichssicherheitshauptamts war? Ja, es war in den KZs waren eher Vernehmungsabteilungen. Ja, und wem unterstanden die? Die unterstanden dem Amt 4. Dem Amt 4, Amt 4. Also gehörte zu Ihnen. Ja, insofern, also als verwaltungsmäßiges Personal. Zum Reichssicherheitshauptamt. Ja, ja, ja. Und waren Sie unmittelbar dem Amt 4 unterstellt oder über die zuständige regionale Gestapo-Leitstelle? Das kann ich nicht genau mehr sagen. Ich glaube, Sie unterstanden der zuständigen Gestapo-Leitstelle, aber das weiß ich nicht mit Sicherheit. Dann etwas anderes. Die Gruppe 1 Dora Strafsachen hatte ja Ihr Vorgänger Best selbst mitgeführt. Haben Sie ja, das auch gemacht? War auch mein Mann. Haben Sie auch gemacht? Ja, ja. Sind Sie Jurist von Haus aus? Nein. Sind nicht Jurist von Haus aus. Nein. Die haben Sie selbst geführt. Ja. Und Ihr Vertreter, das war wohl ein Sturmbahnführer Hensch. Ja, der war Amtsgruppenleiter. Die Gliederung war folgendermaßen: Personalamt. Personalamt bestand aus 4 Amtsgruppen. Gruppe 1 Personal, Gruppe 2 Ausbildung und die sicherheitspolizeilichen Schulen. Gruppe 3 war der Dienstsport und Gruppe 4 war Disziplinarsachen. Ja. Es waren also die Untersuchungsführer. Und da war nun ein Unterschied gemacht in Ihrem Amt zwischen Disziplinarstrafsachen und SS-Disziplinarsachen. Was war das für ein Unterschied? Erklären Sie uns das mal. Das Reichssicherheitshauptamt bestand ja aus Beamten und aus SD-Angehörigen. Ja. Und musste also nun alles doppelt im Personalamt gemacht werden, weil das Personalamt ja nun für beide zuständig war. Gab also eine Gruppe innerhalb dieser Amtsgruppe D, die sich mit den beamtenrechtlichen Disziplinaruntersuchungen befassten, und eine andere Gruppe, die sich mit den SS- bzw. SD-mäßigen Untersuchungen befasste. Wie kommt es nun, dass der Jurist Best gerade von einem Nichtjuristen auch in dem Sektor abgelöst wurde? Was waren das für Gründe interner Art? Dr. Best hatte einen wesentlich größeren Amtsbereich. Der hatte das Amt 1 und das Amt 2 und ich glaube noch die Amtsgruppe 4E. Und der Best, schied aus auf seinen Wunsch aus der Sicherheitspolizei. Ich weiß nicht im Einzelnen, welche Vorgänge dafür Anlass waren. Es waren jedenfalls also persönliche Auseinandersetzungen zwischen Heydrich und Best und Himmler und Best. Best lag Heydrich und Himmler wohl persönlich nicht sehr. Best schied also aus, wurde Soldat und ich wurde dann für das Amt 1 eingesetzt und für das Amt 2 ein besonderer Amtschef, der Dr. Nockemann, und 4E bekam irgendjemand anders. Ja, und nun, wie war das? Entscheidungen aus Bestzeiten, waren die für Sie nicht verbindlich? Ja. Nämlich folgendes: Ein Angeklagter hier behauptet, ein Strafverfahren der alter Gestapo-Angehöriger und auch gleich dem SD-Zugehöriger war, das von 1D1, also in Dienst der Dienststrafsachenabteilung, ein Verfahren gegen ihn eingestellt geworden sei zu Bestzeiten. Er sei dann nur versetzt worden an eine andere Gestapo-Leitstelle. Und dass dann zu Ihrer Zeit über 1D2 ein neues Verfahren eingeleitet worden sei, das mit Degradierung geendet habe.
Ja, das ist aber wahrscheinlich nicht die Neueinleitung eines Verfahrens gewesen, sondern wenn er der Stapo-Beamte gleichzeitig SS-Angehöriger war. War er. Als SS-Angehöriger wurde er dann in SD organisatorisch erfasst und geführt. Und es wurden gegen ihn Vorwürfe erhoben, entwickelten sich daraus zwei Untersuchungen. Einmal die beamtenrechtliche und einmal die SS-mäßige. Es war also bei Ihnen möglich, dass jemand beamtenrechtlich sich korrekt verhalten hatte nach Auffassung der beamtenrechtlichen Abteilung und dass er SS-mäßig dann verurteilt wurde oder disziplinarisch geregelt wurde. Das stimmt. Das wäre theoretisch möglich gewesen. Dankeschön. Herr Staatsanwalt. Herr Rechtsanwalt Aumann. Herr Zeuge, waren Sie nicht eine Zeit lang Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im Generalgouvernement? Ja. Haben Sie in dieser Stellung Erfahrungen gemacht, die auf die Fragen des Herrn Vorsitzenden Bezug haben? Nein. Das, was Sie uns erzählt haben, bezieht sich das auf Ihre Gesamttätigkeit oder nur auf Ihre Tätigkeit als Chef des Personalhauptamts? Bezieht sich auf meine Gesamttätigkeit. Herr Zeuge, sind Sie nach dem Krieg verurteilt worden? Ja. Welche Strafe, bitte? Ich bin in Russland verurteilt worden. Ja. Und in Deutschland läuft jetzt zurzeit gegen mich ein Ermittlungsverfahren. Bitte ins Mikrofon sprechen. Ich bin in Russland verurteilt worden. Ich habe bei Kriegsende in russische Gefangenschaft geraten. Und in Deutschland läuft jetzt gegen mich ein Ermittlungsverfahren. Mhm. Welche Strafe haben Sie bekommen? In Russland? Ja. Zweimal 25 Jahre. Und wann sind Sie? Ja. Und wann sind Sie entlassen worden? Ende 55. Mhm. Herr Zeuge, wird Ihnen zur Last gelegt, die Auswahl für die Einsatzgruppen und Einsatzkommandos, die Jawohl. Personelle getroffen zu haben? Ja. Ist das auch der neue Vorwurf? Ja. Oder der Vorwurf, der jetzt Gegenstand des Verfahrens ist? Nein, also unter anderem wird mir auch vorgeworfen, die Versetzung und Kommandierung von Beamten, SD-Angehörigen zu den Einsatzgruppen nach Russland. Aha, danke sehr. Herr Rechtsanwalt Rabe. Herr Zeuge, Sie sprachen zu Beginn Ihrer Aussage davon, dass ein Befehl ausgegeben wurde, wonach ein Antrag auf offizielle Aufhebung der UK-Stellung nicht gestellt werden durfte, ja? Beziehungsweise ja. ein offizieller Antrag nicht gestellt werden durfte. Ja. Und Sie haben das dann erklärt dahin, dass niemand direkt zum Wehrersatzamt gehen durfte aufgrund dieses Befehls. Niemand Jawohl. Aus Sicherheitspolizei und SSD. Ja. Wie war es denn nun? War in diesem Befehl auch untersagt, der, wie Sie es wahrscheinlich jetzt nennen würden, indirekte Weg, die UK-Stellung aufheben zu lassen? War es etwa in diesem Befehl untersagt, zu Ihnen zu gehen, das heißt also zum Personalamt des RSHA, und dort zunächst zu sagen, hätten Sie was dagegen, wenn ich die Aufhebung der UK-Stellung beantragen werde und dann über Sie zum Wehrersatzamt zu gehen? War das auch untersagt? Nein, in dem Befehl war grundsätzlich jede Bemühung um Aufhebung der UK-Stellung verboten. Sowohl auf dem Dienstwege, das wäre also über den Personalchef gewesen, wie auch auf dem Wege direkter Bemühungen bei den Wehrersatzämtern. Herr Zeuge, wie kommen Sie dann aber vorhin dazu? Sie haben ausdrücklich gesagt, ich habe es mir ganz präzise aufgeschrieben, es war in dem Befehl untersagt, direkt zum Wehrersatzamt zu gehen. Ja. Wie kamen Sie dazu, diese besondere Präzisierung anzugeben? Daraus musste man doch schließen, wenn Ihre Worte richtig zu verstehen waren, dass es auf der anderen Seite, aber wenn man nicht den Dienstweg umging, nicht direkt zum Wehrersatzamt ging, sondern sich zunächst an die Personalabteilung wandte, dass das in dem Befehl doch nicht ausgeschlossen war. Nein, da haben Sie mich missverstanden. Es hat einen Befehl gegeben, der verbot die Bemühungen um die Aufhebung der UK-Stellung. Damit war natürlich an den regulären Weg gedacht, der nur so sein konnte, dass Sie betreffend sich an die Personalabteilung oder an den Chef der Sicherheitspolizei wandten mit der Bitte um Zustimmung für die Aufhebung der UK-Stellung. Dann hat sich herausgestellt, dass in einzelnen Fällen zu Beginn des Krieges einzelne Leute einen anderen Weg gegangen sind. Sie sind direkt zum Wehrersatzamt gegangen und haben gesagt, heb mal meine UK-Stellung auf. Da wurde also der ursprüngliche Befehl noch ergänzt unter besonderem Hinweis darauf, dass auch die direkte Führungnahme mit den Wehrersatzämtern und UK-Stellung verboten worden ist.
Es wurde also praktisch sowohl jeder offizielle wie auch inoffizielle Weg um Aufhebung der UK-Stellung verboten. Und sind Ihnen auch keine Fälle bekannt geworden, dass trotz dieses angeblichen Befehls Leute dann doch UK gestellt wurden, beziehungsweise die UK-Stellung beantragt haben? Die Frage ist beantwortet. Der Zeuge hat auch gesagt, dass natürlich es vorgekommen ist, dass Leute versuchen... Mit getarnten Gründen, ja. Mit anderen Gründen, ist doch beantwortet. UK-Stellung, ist das beantwortet worden? Nein, die UK-Stellung aufzuheben mit Gründen, die nicht die wahren Gründe waren, sondern die man vorgeschoben hatte, ja, um auf diese Art und Weise das Ziel zu erreichen. Ich hatte aber was anderes gefragt, und das war eben nicht beantwortet. Ich hatte gefragt, ob ihm Fälle bekannt sind, wo die Leute doch es mit offenen Gründen beantragt haben. Das hat er verneint. Aha, das hat er verneint. Herr Zeuge, dieser Befehl, von dem Sie sprechen, wissen Sie, ob lag der schriftlich vor? Ja. Der lag schriftlich vor. Der ist schriftlich herausgegeben worden bis zu den untersten Dienstherren. Wenn ich recht entsinne, sogar mit der Auflage, es allen Angehörigen der Sicherheitspolizei bekannt zu geben. Ist dieser Befehl, wissen Sie, von wem dieser Befehl unterzeichnet war? Bitte, ich habe nicht verstanden. Wissen Sie, von wem dieser Befehl unterzeichnet war? Das weiß ich nicht. Der kann nur unterzeichnet gewesen sein von Himmler oder Heydrich. Herr Zeuge, haben Sie nach dem Kriege, sei es in dem Verfahren in Russland, sei es in dem jetzt gegen Sie laufenden Ermittlungsverfahren oder durch persönliche Forschung einmal den Text in irgendwelchen Urkundensammlungen dieses Befehls festgestellt? Nein. Niemals gesehen? Ist Ihnen das auch niemals gezeigt worden oder vorgehalten worden? Nein, sei es von Ihrem Verteidiger, sei es von der Staatsanwaltschaft? Nein, ist mir auch nie gezeigt worden. Aha. Und dann noch eine Frage. Wie war also die Praxis bei Versetzungen? Wenn sich ein Mann bei Ihnen meldete und sagte, also ich habe ganz besonderes Interesse, ich möchte zu einer ganz bestimmten Dienststelle in eine andere Stadt, in eine andere Aufgabe. War das, wie musste so ein Gesuch gemacht werden? Musste das zunächst bei dem zuständigen Kommandeur eingereicht werden? Wie lief so ein Weg? Wenn sich so ein Mann bemühte um eine andere Stellung? Dann musste er den Dienstweg einhalten. Das heißt, er musste an seinen unmittelbaren Vorgesetzten sich wenden. Wäre in diesem Falle also entweder Kommandeur der Sicherheitspolizei gewesen oder der Stapo-Leiter oder der Kriminalpolizeileiter. Und der musste dieses Gesuch befürwortend weitergeben. Weitergabe bedeutete ja praktisch schon eine Befürwortung. Dann wurde dieses Gesuch dem Fachamt, also bei der Staatspolizei, dem Amt 4, bei der Kriminalpolizei, dem Amt 5, bei dem SD, dem Amt 3, zugeleitet mit der Nachfrage, ob zugestimmt würde, weil ja jede Versetzung eine Ringversetzung wurde. Und wenn das Fachamt zustimmte, dann kam es also ans Personalamt und es wurde mit dem Fachamt dann nun der Ringtausch gewissermaßen vereinbart, wer nun an die Stelle sollte und wie also dann die Sache weiterzufahren. Wenn darüber eine Einigkeit erzielt worden war, dann wurde die Versetzungs- oder die Kommandierungsverfügung ausgefertigt und dem Zuständigen, je nach Dienstgrad, zur Unterschrift vorgelegt. Also bei leitenden Leuten und Leuten des leitenden Vollzugsdienstes, mindestens Heydrich, eventuell sogar Himmler, bei Leuten des mittleren Vollzugsdienstes, mittleren Verwaltungsdienstes mir und bei Leuten des unteren Dienstes oft nur dem Amtsgruppenleiter oder dem Referenten. Ja, es war also ein Routinevorgang, ja? Ja. Dann eine weitere Frage. Ich möchte Ihnen vorhalten, dass ein heute verstorbener Zeuge Dr. Karhausen einmal gesagt haben soll, dass es beim Reichssicherheitshauptamt durchaus begrüßt wurde, wenn man sich an die Front meldete und dass das aus dem Gedanken der Frontbewährung an sich solche Meldungen durchaus begrüßt wurden und auch in vielen Fällen
solchen Meldungen auch stattgegeben wurde, beziehungsweise solchen Anträgen. Wie stellen Sie sich zu diesem Vorhaben? Das ist teilweise richtig. Bei Ausbruch des Krieges war zunächst daran gedacht worden, die Angehörigen der Sicherheitspolizei im wehrpflichtigen Alter turnusgemäß für einige Zeit zur Wehrmacht freizugeben und sie nach einer Zeit lang zurückzuholen und dann andere wechselweise zum Waffendienst zuzulassen. Man wollte damit erreichen, dass die Sicherheitspolizei sich nicht in einer so ernsten und belastenden Zeit wie dem Kriege unpopulär macht, dadurch, dass sie also nicht auch Frontdienst geleistet hat. Die ersten derartigen Freigaben verdoppelte sich ja zumindest. Und da wurde das aufgehoben. Dieser Plan des sukzessiven Einsatzes bei der Truppe wurde aufgehoben und daraus resultierte dann auch schon der von mir erwähnte Befehl des Verbots der Aufhebung der UK-Stellung. Aha, danke schön. Herr Zeuge, habe ich Sie recht verstanden, dass der hier des weiten und breiten erörterte Befehl für das Personal der Konzentrationslager nicht galt? Nein, der galt also... Weil Sie dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD nicht unterstanden? Ja, ich kann nicht sagen, ob ein ähnlicher Befehl für andere Arbeitsbereiche des Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das ist keine Beantwortung meiner Frage. Ich wollte von Ihnen nochmals klar wissen, ob der eben von Ihnen jetzt sehr eingehend erörterte Befehl für das, nur für die SD und... Nur für Angehörige der Sicherheitspolizei. Und ob ein anderer Befehl, nämlich einer, der etwa das Personal der Konzentrationslager erfasst hätte, bestand, wissen Sie nicht? Das weiß ich nicht. Dankeschön. Herr Rissmann, Dr. Kaul, Herr Rissmann, Göllner. Herr Zeuge, der von Ihnen zitierte Befehl von Himmler oder Heydrich des Verbots der UK-Stellung wurde er im Laufe der weiteren Kriegsjahre gelockert? Nein. Also, darf ich Ihnen das kann ich natürlich nur sagen für die Zeit, wo ich einen Überblick habe. Wie ich es in das Personalamt kam, existierte der Befehl bereits. Und er ist bis zu meinem Ausscheiden Ende 1942 weder aufgehoben noch gelockert. Das dürfte richtig sein. Haben Sie späterhin ab 1943 die Auflockerung zur Kenntnis bekommen, dass im Einsatz eingesetzte SS-Angehörige oder auch Wehrmachtsangehörige freigestellt wurden, die 5 oder mehr Kinder hatten? Nein, ich habe also ab 1943 eher keine Verbindung mehr mit der Polizei gehabt. Ich war ab Ende 1942 bei der Waffen-SS und mir ist also darüber nichts bekannt. Es sei denn, Sie meinen den grundsätzlich geltenden Befehl, wonach Familienväter mit mehr als, ich weiß überhaupt, 5 oder 6 Kindern waren, nicht in den unmittelbaren Fronteinsatz sollten oder die letzten Söhne. Den Befehl gab es ja, der allerdings, glaube ich, Ende 1944 im Zeichen der Personalnot dann doch auch wieder aufgehoben wurde. Herr Zeuge, ist Ihnen 1944 zur Kenntnis gekommen, dass Himmler eine sogenannte weiche Welle in der Behandlung von diesen Fällen einführte? Nein. Dass er also sich das Recht vorbehielt, zum Tode verurteilte SS-Angehörige selbst in ein Konzentrationslager zu überstellen und die Exekution nicht durchführen zu lassen? Nein, von einem Befehl darüber ist mir nichts bekannt. Auch nicht von einer internen Anweisung? Nein, auch nicht. Auch wenn ich Ihnen einen Vorhalt mache, dass ein Polizeiarzt, der noch heute in Nürnberg lebt und dort als Polizeiarzt heute noch tätig ist, 1943 von dem SS- und Polizeigericht in Riga zum Tode verurteilt worden ist und von Himmler dann nach Dachau abgestellt wurde? Ja, aber ob das aufgrund eines generellen Befehls oder einer generellen Anweisung Himmlers geschehen ist, weiß ich nicht. Ich kenne solche generelle Anweisung nicht, aber Himmler hat ja immer in Urteile der SS- und Polizeigerichte eingegriffen. Ich habe später selbst in einer von mir geführten Einheit
einen Mann gehabt, es war zwar kein Deutscher, sondern ein Lette, der ebenfalls als Angehöriger eines aus lettischen Freiwilligen bestehenden Polizeibataillons, aus irgendwelchen Gründen, den ich nicht mehr weiß, vom SS-Polizeigericht zum Tode verurteilt worden ist. Das Todesurteil ist von Himmler aufgehoben worden und der Mann ist als einfacher Soldat dann zu mir geschickt worden und bei mir wieder eingesetzt und hat in verhältnismäßig kurzer Zeit sogar seinen Dienstgrad wiederbekommen. Ist Ihnen der Fall des SS-Standartenführers Specht bekannt, der wegen Befehlsverweigerung vom Standartenführer zum einfachen SS-Mann degradiert worden ist in Liebau 1944? Nein. Darf ich noch mal den Namen fragen? Specht. Standartenführer Specht. Specht? Ja. Nein, den kenne ich nicht. Von Seiten der Verteidigung, von Seiten der Angeklagten noch eine Frage zu stellen, eine Erklärung abzugeben. Bitte schön. Herr Präsident, zu den Angaben dieses Zeugen, da kann ich nur bestätigen, dass von Seiten des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes beziehungsweise vom SS-Führungshauptamt derselbe Befehl bestand, jedes Versetzungsgesuch zu unterbinden und keine Versetzungsgesuche einzureichen. Die mussten über den Dienstweg laufen. Und die durften nach Berlin schon gar nicht mehr eingereicht werden. Ich meine schon seit Anfang 1942. Eine Frage, Herr Höcker. Sie haben eben etwas bestätigt, was der Zeuge gar nicht gesagt hat. Und deshalb muss ich da etwas anschließen. Der Zeuge hat ja nur von der UK-Stellung gesprochen. Und Sie sprechen jetzt von Versetzungsgesuchen. Ist Ihnen denn ein Befehl bekannt gewesen, dass Anträge auf sich an die Front zu melden, dass solche Anträge nicht gestellt wurden? Grundsätzlich jedes Versetzungsgesuch war verboten. Mit UK-Stellung hatten wir ja nichts zu tun, denn unsere Leute waren ja eingezogen. Die brauchten ja nicht mehr UK gestellt zu werden. Ach, das galt als Frontdienst? Daraufhin, dieses erhärtet sich später noch durch den Reichsführerbefehl, worin er sagt, KL-Dienst ist Frontdienst, jeder muss da seine Pflicht tun, wohin er gestellt worden ist. Aha. Danke. Wenn keine Fragen mehr sind, keine Erklärungen mehr abzugeben sind, werden zur Weichung Anträge gestellt. Der Zeuge hat angegeben, dass er Leiter des Personalamtes der funktionellen Hauptstelle, um nicht das Wort Holding zu gebrauchen gewesen war, an der die Massenmorde geplant und organisiert wurden, die den Angeklagten hier zur Last gelegt wurden. Darüber hinaus hat der Zeuge angegeben, dass er Befehlshaber der Sicherheitspolizei im sogenannten Generalgouvernement, das heißt also im besetzten Polen gewesen ist, in denen insbesondere die Opfer gestellt wurden, der Morde, die den Beschuldigten hier und Angeklagten angelastet werden. Ich meine, dass insofern der Sachverhalt des 60-3 vorliegt und ich bitte, von einer Beeidigung Abstand zu nehmen. Ich schließe mich diesen Antrag an, auch im Hinblick auf das gegen den Zeugen anhängige Strafverfahren bzw. Ermittlungsverfahren. Ich schließe mich dem Antrag ebenfalls an und möchte ergänzend zur Begründung darauf hinweisen, dass der Zeuge gesagt hat, dass Vernehmungsbeamte in den Konzentrationslagern dem Reichssicherheitshauptamt im Gegensatz zum sonstigen Personal unterstand. Das sonstige Personal der Konzentrationslager unterstand dem Wirtschaftsverwaltungshauptamt, aber das Vernehmungspersonal, also die politische Abteilung, unterstand dem Reichssicherheitshauptamt. Insofern ist der direkte Bezug der Tätigkeit dieses Zeugen zu der Tätigkeit dieser Angeklagten gegeben. Ich bitte den Zeugen zu fragen, ob er vor dem Schwurgericht in Düsseldorf vereidigt worden ist in der vorigen Woche. Sind Sie beeidigt worden in Düsseldorf? Jawohl. Ja. Ich bitte den Zeugen zu beeidigen. Das Gericht wird über die Beeidigung entscheiden. Ich bitte Sie zunächst einmal hinten Platz zu nehmen, Herr Streckenbach.